Herzlich willkommen auf Mamuti Kulitschere. Ich bin Aura Laser und heute mit der schlechten Cam ein schnelles Unboxing. Und zwar kam einmal meine restlichen Sachen, die ich bestellt habe. Und hier von Robbe. Ja, ein paar große Pakete. Und da wollen wir doch jetzt gleich mal reingucken. Leider fehlt noch was, aber das werde ich wohl erst zum ersten holen. Kommen wir zu dem Robbe-Paket zuerst. Was könnte hier drin sein von Robbe? Man sieht es vielleicht hier schon, Phantom 1 und 2, Transportrucksack. Mhm. Ja, Leute, ich habe ja, wie gesagt, den Quadrocopter mir geholt und war auch noch nicht fliegen. Zack, zack. Ja, das gute Stück kommt hier in so einer Plastiktüte. Sehr gut. Und reißen wir die Scheiße mal ab. Also vom Transport her sehr gut. Und ja, das ist die Tasche, die passt gar nicht ganz auf die Kamera rauf. Die ist ordentlich verarbeitet. Wir haben hier Robbe Multicopter draufstehen. Das Multicopter hätten sie weglassen können. Ja, ansonsten okay. Dann haben wir hier vorne ein Fach, was sehr, ja, sehr groß ist. Knistert alles so ein bisschen. Da ist keine Folie drin oder so, sondern das ist das Material. Das ist wohl hier Regenschutz. Keine Ahnung. Dann haben wir hier an der Seite eine Tasche. Da kann man auch ordentlich was reinpacken. Also eine ganze Faust passt da auf jeden Fall schon rein. Ist auf jeden Fall in Ordnung. Passt ordentlich was rein. Dann haben wir hier hinten, das ist die Besonderheit, Träger. Das Ganze können wir nämlich auf dem Rücken tragen. Das ist nämlich für mich ganz wichtig. Problem ist, ich bin hier schon auf maximaler Einstellung. Und das Ding kommt mir irgendwie zu klein vor. Also es kommt mir so vor, als hätten sie das für Kinder entwickelt. Von der Größe her. Also, weiß ich nicht. Mal gucken. Wird vielleicht im Sommer klappen, aber im Winter sehe ich da schwarz. Ja, dann haben wir hier noch ein schönes Gitter, wo wir auch noch Sachen reinpacken können. Das geht hier bis zur Rundung. Ja, nicht ganz eine Faust, aber kleinen Kram passt da schon rein. Und dann kommen wir zum Hauptfach. Zack, zwei Reißverschlüsse. Und ich klappe das mal auf. Zack. Und ja, hier haben wir einen Quadrocopter-Einsatz, den wir auch rausholen können. Hier oben der Deckel hat auch nochmal so einen Aufsatz, also sprich so einen Schutzdeckel, den wir dann umklappen können. Hier in der Tasche selber haben wir auch nochmal eine Klett-Tasche drin. Da passt also auch nochmal ordentlich was rein mit Klett von innen. Dann haben wir hier den Deckel, der unseren Copter von oben schützt. Ja, und wie wir sehen, ist das schon hier vorbereitet für die DJI Phantom 1 und 2 Funke, weil hier ist doch meistens dieser Monitor mit bei. Aber unser Copter dürfte hier ohne Probleme mit ein bisschen Anpassung auch reinpassen. Wir können das Ganze auch rausholen. So, und da haben wir hier den Koffer, der gut gepolstert ist. Also außen haben wir auch nochmal eine komplett dicke Schaumstoffschicht. Und ja, hier ist das Teil, wo der Quadrocopter reinkommt. Ich stecke das mal wieder rein. Ach, Mist. Jetzt wollte ich nämlich gerade was gucken. Ich hole mal den Quadrocopter und dann gucken wir mal, ob der hier reinpasst. Und er passt. Man kann ein paar Anpassungen machen. Ich mache ihn mal so rum rein. Aber, ja. Dann müssen wir halt ein bisschen was wegschneiden. Ich überlege gerade, ob wir das Fach hier vorne wegschneiden. Weil das kann man nämlich anpassen hier. Und zwar so. Ja, ich glaube, wir nehmen das Fach hier vorne. Dann kann ich hier einfach abschneiden. Und dann passt er hier auch rein. Und hier vorne so ein paar Veränderungen vielleicht vornehmen. Ich muss auch gerade gucken, was besser wäre, wenn wir ihn so reinsetzen würden. Und hier wegschneiden. Dann hätten wir das Fach hier noch. Und könnten, ja, ich glaube, das wäre sogar klüger für hier. Ja, ich werde ihn anpassen müssen. Wie wir sehen, ist das Problem aber, dass wir hier die Propeller abmachen müssen. Dafür habe ich mir meine kleinen Imbusschraubendreher hier geholt. Womit ich dann immer die Flügel abmachen kann. Und ja, das ist leider so. Aber geht schon. Vorne könnte man sie dran lassen, weil sie so quer gehen. Ja, muss ich anpassen. Ich denke, ich werde hier vorne das wegschneiden, weil so kleine Fächer hier, die kann ich eh nicht gebrauchen. Wichtig sind für mich hier diese großen Fächer an den Seiten für die Akkus. Die sind vorhanden, dann das große hier. Und ja, die kleinen hier, die kann ich wohl wegmachen. Und die Fernbedienung passt. Passt sie hier rein? Ja, ohne Probleme. Ohne Probleme passt die hier rein. Perfekt. Und dann kommt das Ganze hier mit einem Deckel wieder zu. Aber wie gesagt, für die Funke passt es. Aber für den Quadrocopter muss ich Anpassungen machen.
Und ja, das werde ich ganz in Ruhe machen und dann euch nochmal, wenn ich draußen bin, das fertige Ergebnis zeigen. Eventuell hier noch ein bisschen was wegnehmen, weil hier so eine Ausbuchtung ist. Da muss man mal gucken, was klüger wäre. Naja, so rum geht nicht, weil dann würde ich hier ins nächste Fach reinschneiden. Hier würde es klappen. Und hier vorne, ja, ich muss mal gucken, vielleicht mache ich ihn auch so rein. Dann ist das große Fach weg. Weil das Problem ist, wir müssen ja hier auch schneiden. Und ja, da, wenn wir das so rum machen, dann müssen wir nach vorne ausschneiden. Also sprich, so hier reinschneiden. Das würde gehen. Problem ist aber hier hinten haben wir keinen Platz mehr. Das heißt, wir hätten hier, müssten hier an die Wand gehen. Und das möchte ich nicht. Ja, deswegen werden wir ihn woanders rum machen. So rum geht gar nicht. Nee. Ja, müssen wir so rum machen. Geht nicht anders. Schneiden wir ihn so. Das passt schon. Das mache ich schon, Leute. Das mache ich schon. Seid drauf gespannt, dann verlieren wir halt das große Fachregal. Ja, das zur Tasche, damit man das hier leichter transportieren kann. Und ja, ich hoffe, das ja, hat. Vielleicht braucht das ja sogar einer von euch. Weil das ist ja immer so ein Problem. Ich mit dem Roller. Und hiermit wäre das kein Problem. Aber ich muss das noch anpassen. Gut, das war's zu der Tasche. Kommen wir zu den nächsten Teilen. Fange ich hiermit an, weil das wird wohl die wenigsten interessieren. Und zwar für meinen E-Zigarettenkram. Und zwar zwei Liquids. Zwei Aromen, besser gesagt. Zwei Liquids. Zwei Aromen. Einmal Warhawk und einmal Milk. Milk ist richtig geil. Das schmeckt wie so Sahne. Sahne Erdbeerbonbons. Richtig geil. Ja, und nochmal Flaschen. Hier 3 Milligramm Nikotin und Nuller Basen. Mein Update dazu kommt auch noch. Ich werde noch ein drittes Dampfvideo machen. Ich bin mittlerweile schon auf 1,5 Gramm Nikotin runter. Das ist schon richtig gut, muss ich sagen. Viele schaffen das nicht mal auf 3 oder auf 6. Ja, ich bin jetzt schon auf 1,5. Das ist also ein sehr gutes Ergebnis. Dann hier für meine Wasserkühlung auch nochmal Bonbons und nochmal eine Karte, wie man bewerten soll, bla bla bla. Ja, mir ist ja der Tank kaputt gegangen. Tada, nagelneuer Tank drinne. Ist zwar nicht mehr so groß wie mein alter, aber ist mir egal. Habe ich einen schönen kleinen, passt schon. Und weniger Schwachstellen. Ja, ich habe hier schon die Anschlüsse rangemacht, die habe ich gereinigt. Meine E-Core Waterblocks Anschlüsse. Und hier CPU-Kühler, da habe ich auch schon meine beiden Anschlüsse reingetan. Für meine CPU. Weil meiner ist ja kaputt gegangen. Und hier haben wir einen Nigelnagel 9 und zwar den Paybay UC-2LT. Pubay oder wie der sich schimpft. Ja, der soll ganz gut sein. Ich bin mal gespannt. Er soll auf jeden Fall durchflussstark sein, weil meine Pumpe hat ja so viel Power. Und ja, das sieht ganz gut aus. Bin ich mal gespannt. Soll sehr gute Werte haben. Soll sogar besser sein als mein EK Waterblock Kühler, den ich hatte. Also soll noch mal ein bisschen kühler sein, das Ganze. Viele fragen immer, ob ich zeige, wie man das einbaut oder ob ich mal meinen PC zeigen kann. Das wäre ein bisschen umständlich. Ja, hier mal kurz reingeschnitten. Ich habe was dazu sagen wollen, aber leider hat meine Kamera den Ton nicht aufgenommen. Deswegen muss ich das jetzt hier noch mal kurz nachvertonen. Ja, der neue Wassertank ist sehr umständlich. Hier gehe ich drauf ein, dass er nur 3 Anschlüsse hat und zwar von unten. Das Teil zu befüllen war echt umständlich. Ja, ich entlüfte gerade hier das System, deswegen ist das Ganze noch nicht am PC selber angeschlossen. Da bin ich eigentlich nur drauf eingegangen, dass ich aus dem Radiator gerade erstmal die Luft rausgelassen habe, weil das ist ganz wichtig, dass das System wirklich luftfrei ist. Als Wasserkühlsystem ist es wirklich wichtig. Ja, hier ist die Kühlflüssigkeit, die ich benutze von EK Waterblock. Die ist echt super. Hat Algenschutz etc. Korrosionsschutz ist alles mit drinne und das ist ja echt wichtig bei einer Wasserkühlung. Ja, und da gehe ich hier nochmal drauf ein, dass alles super ist und dass ich das gerade, ja, die Luftblasen da alle rauslasse. Und man muss so ein System ja immer, also besser wäre so 1 bis 2 Stunden lang laufen lassen, bevor man es einbaut, damit wirklich keine Luft mehr drin ist und wirklich die optimale Kühlleistung gegeben ist. Und ich muss sagen, ich habe mal hier Fotos als Vergleich. Da sehen wir einmal, da hatte ich nur den Luftkühler drauf, zwar nur den Standardluftkühler, aber das ist ja egal. Da ging das mit dem Rennern 60 Grad und das Rennern selber hat 55 gedauert. Und ich habe jetzt hier nochmal gleich am Ende nochmal ein Bild für euch,
jetzt mit der Wasserkühlung bin ich jetzt bei 31 Grad und die Renderzeit beträgt nur noch 13 bis 15 Minuten. Das ist also gar nichts mehr. Das ist ja nur noch ein Bruchteil. Und da sieht man mal einfach, dass ja mein System, finde ich, besser mit einer Wasserkühlung läuft. Und ich liebe Wasserkühlung und werde auch dabei bleiben. Ja, das ist nur eine provisorische Lösung. Ich werde mir noch einen ordentlichen Tank besorgen, weil der Tank ist echt schlecht. Also der Ausgleichsbehälter ist echt schlecht. Mit dem Kühler bin ich aber sehr zufrieden. Also der ist wirklich tipptopp in Ordnung. Hätte ich nicht gedacht. Ja, hier mal ein Bild und ich gehe wieder ab. Ja, das war's zu dem Unboxing. Mehr gibt's eigentlich nicht. Ich muss so ein bisschen schnelli machen, weil ich werde jetzt gleich noch die Wasserkühlung aufbauen. Das kommt im Anschluss an dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielleicht zeige ich euch oder blende ich nachher nochmal kurz ein, wie ich das geschnitten habe mit dem Quadrocopter. Halt, noch nicht abschalten. Ich habe vergessen, ich wollte das ja noch zeigen, hier am Ende. Was ihr braucht, ist ein scharfes Messer. Fragt eure Eltern etc. Oder wenn ihr selber könnt, ihr wisst ja, das geht jetzt nur an die Kinder. Vorsichtig, ist scharf. Messer. Ein scharfes Teppichmesser etc. Und das hier ist das, was ich rausgeschnitten habe. Das störte so ein bisschen. Das Coole daran ist, man kann das echt leicht schneiden. Und man sieht hier schon in dem Material, das ist so geschichtet. Und durch diese Schichten kann man immer zwischen den Schichten das so abziehen. Das heißt, ihr braucht nur von oben einschneiden. Hier übrigens das große Teil, was ich rausgeschnitten habe. Und dann kann man das einfach unten am Boden abziehen. Und ihr braucht das einfach nur schichten, das heißt, wie tief euer Kopf da rein muss. Und dann könnt ihr das einfach von der nächsten Schicht abziehen. Das geht ganz leicht, da müsst ihr nicht irgendwie umständlich so mit Messer unten schneiden oder so. Das könnt ihr einfach so abziehen. Ja, das habe ich hier bei denen gemacht. Und ich zeige euch jetzt mal das Ergebnis. So, also ist sehr gut anpassbar. Und wie gesagt, speziell wurde es für den Phantom gemacht. Aber das ist mir doch egal. Tada! Das Coole ist, was ich finde, ich konnte hier die Rotorblättern dran lassen, ohne dass sie hier großartig stören. Also das kann man so transportieren. Ich habe hier die Ecken weiter ausgeschnitten und hier die Ecken weiter ausgeschnitten. Somit haben wir das Fach hier noch, was wir benutzen können. Ich habe hier ein bisschen ausgeschnitten, das passt sehr gut. Der Kopter sitzt in der Luft, also er ist nicht ganz auf dem Boden, was mir ganz gut passt. Er schwebt an den vier Ecken. Und hier, und dann habe ich hier einfach, ihr seht ja hier, das Stück rausgenommen. Das, was hier drin war, so rum. Das habe ich rausgeschnitten. Da passt er jetzt hier perfekt rein. Und ja, die vorderen Blätter muss man abnehmen, ist klar. Weil, wie sollen die sonst hier raufpassen? Da kommt aber noch was, um das hier ein bisschen leichter zu machen, die ganze Geschichte. Ansonsten kann ich ihn so transportieren. Die Blätter liegen hier auf, ganz leicht, ne? Nicht grob. Hier vorne ist die Funke drinne. Und wir können jetzt noch unser Ladegerät schnappen und können das zum Beispiel hier vorne bei der Funke noch reinpacken. Können jetzt noch unser Akku zum Beispiel hier vorne positionieren. Hier und hier. Das heißt, wir können vier Akkus mitschleppen. Ich könnte sogar hier vorne noch meine GoPro reinpacken. Und unter den Quadrocopter hätten wir auch noch Platz. Da gebe ich euch den Tipp, vielleicht behaltet ihr das und legt das unten so rein. Und dann könnt ihr das noch so oben drauflegen als Schutz, falls ihr was mitschleppen wollt. Werkzeug kann man in den kleinen Fächern hier reinpacken. Zack. Die Rotorblätter, die kann man vielleicht hier reinpacken. Ne, passt nicht. Ja, sind zu lang. Dann halt eben hier mit reinlegen. So. Vorsichtig wegen den Schrauben. Bei dem Blade ist das da hier mit zwei Schrauben festgeschraubt. Ja, Schraubenzieher und so alles kann man mitschleppen. Genug Werkzeug mitschleppen. Ja, und den Kopter hier rauszuholen ist jetzt auch nicht die Kunst. Einfach ein bisschen vorsichtig hier. Zack, zack. Und dann könnt ihr auch theoretisch hier noch den Boden reinlegen. Ne? Und da was unterpacken. Zum Beispiel jetzt in meinem Fall die Rotorblätter. So, als grobes Beispiel jetzt. Da packen wir hier die Rotorblätter rein. Wir können auch die anderen abmachen, ist nicht das Problem. Und dann müssen wir einfach nur so ein bisschen das Material an den Seiten. So, wie ihr seht, passt, sitzt und hat Luft. Fertig. Ja, so kann man den jetzt transportieren. Dann nehmt ihr den Deckel, der passt auch ohne Probleme drauf. Zack, zumachen das Ganze. Einfach Reißverschluss zu. Zapsalaps, fertig. Und schon könnt ihr das Ding transportieren. Hier drinne wackelt es auch nicht. Ne, das sind die Dinger hier. Wenn ich die jetzt festhalte, hier wackelt auch nichts. Also könnt ihr jetzt mit transportieren. Schön hier auf euren Rücken. Und könnt euren Quadrocopter transportieren. Ja, die Tasche hat knapp 30, 40 Euro gekostet. Ich glaube 37 habe ich bezahlt. Ja, 37 Euro habe ich bezahlt.
von Robbe. Man kriegt sie auch ohne Schriftzug aus Chinaland. Ich denke, die ist auch von Chinaland. Aber hier war mal gekennzeichnet mit Robbe. Ansonsten sehe ich hier nichts mehr. Kann auch von Chinamann sein. Ne? Habe ich die Edition gekauft. Ja, das war's. Jetzt aber Ende hier. Euer Laser. Bis zum nächsten Video. Tschüss.